Es ist Donnerstag, der 21. Dezember 2017. Dies ist eine Aufzeichnung für die Sendung Macht und Menschenrechte von unser Politikblog. Heute geht es um das Thema Jugendamt und ich begrüße ganz herzlich Herrn Richard Moritz von dem Verein Kinder sind Menschen. Guten Abend, Herr Moritz. Ja, grüß Gott. Herr Moritz, wofür engagiert sich der Verein Kinder sind Menschen? Wir helfen Betroffenen, die von der willkürlichen Notbuchnahme durch das Jugendamt betroffen sind, wenn halt eben die Kinder zu Unrecht oder willkürlich oder auch einfach übereilt aus der Familie gerissen werden und damit die Familie zerstört werden, damit eben die Familieneinheit so schnell wie möglich wiederhergestellt wird. Und wenn es geht, auch, dass wir prophylaktisch erstmal überhaupt die Entnahme verhindern, was natürlich wichtiger ist. Wie viele Kinder werden denn jährlich vom Jugendamt aus den Familien in Obhut genommen? Also über 40.000. Steigende Tendenz. Und das sind doch die Zahlen ohne Flüchtlinge? Das ist die Zahl ohne Flüchtlinge, ja. Also mit Flüchtlingen hatten wir ja letztes Jahr über 70.000. Aber die 40.000 sind also konstant von aus deutschen Familien bzw. in Deutschland lebenden Familien. Und da ist also die Tendenz trotzdem steigend. Die Folgen für die Kinder können ja unterschiedlich sein, je nachdem, wie lange sie in Obhut genommen werden. Kann man auch sagen, bei wie vielen Kindern die Obhut, in Obhutnahme eher kurzfristig erfolgt und bei wie vielen langfristig? Ja, es ist so, dass etwa die Hälfte ist langfristig. Das heißt, laut der offiziellen Statistik länger als 15 Tage. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass man auch ohne gerichtlichen Beschluss kurzfristig Kinder in Obhut nehmen kann, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, das ist ja auch berechtigt, da hat ja keiner was dagegen. Häufige Begründungen für den Obhutnahmen, die genannt werden, sind ja Gefährdung des Kindeswohls und Verwahrlosung. Was bedeutet denn Gefährdung des Kindeswohls? Es ist auch so, dass der Begriff Kindeswohl, der ist nirgendwo definiert. Also das ist ein Novum bei den Gesetzen, dass ein Gesetz nicht definiert ist. Aber es ist halt so, wenn natürlich das Kindeswohl nicht definiert ist, kann natürlich Kindeswohlgefährdung auch nicht klar definiert werden. Und das ist aber Teil der Willkür, dass sie einfach sagen, ja, wir sehen das Kindeswohl gefährdet. Und dann jeder andere sagt, ja, wieso denn? Und Verwahrlosung ist einfach, dass die Grundbedürfnisse des Kindes nicht ausreichend begünstigt werden, also zu wenig Essen, schlechte Kleidung, dass man sich überhaupt nicht um sie kümmert, dass sie da rumlaufen und niemand keine Aufsicht und so weiter. Das ist eine klassische Verwahrlosung. Oder dass sie nicht zur Schule gehen, dass man sich nicht dazu anhält vielleicht. Richtig, dass die Eltern sich darum kümmert. Und aber da kümmert sich dann die Schule ja drum, wenn die Kinder dann mal ein paar Mal gefehlt haben und entschuldigt, dann meldet sich ja normalerweise die Schule auch. Weil manchmal gehen die Kinder ja von zu Hause weg und kommen trotzdem in die Schule, die sich also was anderes vorhaben. Das liegt ja nicht unbedingt an den Eltern. Was würden Sie denn sagen, was ist denn nach Ihrer Rechtsauffassung wirklich eine Gefährdung des Kindeswohls? Eine Gefährdung ist dann, wenn körperlich oder geistige Wohl gefährdet ist. Also Kind misshandelt wird, körperlich oder auch geistig, seelisch halt. Das gibt es natürlich auch, dass permanent Kinder runtergeputzt werden und so weiter. Also es muss aber schon eine permanente Sache sein. Also wenn das Kind mal sich daneben benimmt und dann geschimpft wird, das ist in meiner Ansicht nach keine Kindeswohlgefährdung. Ja, natürlich, irgendwie müssen die Eltern sich ja durchsetzen, klar. Ja, das ist natürlich die Frage, inwieweit die Eltern fähig sind, sich durchzusetzen. Aber das ist trotzdem, hier wird also sehr schnell reagiert vom Jugendamt und zwar überreagiert, würde ich sagen. Gibt es sonst noch andere Kindeswohlgefährdungen, also Misshandlung, sicherlich auch Missbrauch? Gibt es. Ja, sexuelle Missbrauch und so weiter, das geht auch wieder so, das ist klar. Oder auch, dass eben Kinder für Kinderpornos missbraucht werden. Solche Fälle hat es ja auch schon gegeben. Und. Ja, welche, ich sag mal, häufigeren Fälle beim Jugendamt oder Arten von Fällen gibt es denn aus Ihrer Erfahrung, wo Sie sagen würden, das ist klar unterhalb der Schwelle von Misshandlung oder unterhalb der Schwelle von Verwahrlosung, wo trotzdem in Obhutnahmen erfolgen?
Ja, das ist also überall da, wo der Paragraph 1666 nicht korrekt angewendet wird. Und da heißt es ja, dass eben die Gefährdung etabliert werden muss mit den Eltern und was dann schaut, ob man es mit milderen Maßnahmen beseitigen kann. Und das fällt manchmal einfach ganz weg, dass das Kind einfach in Obhut genommen wird, ohne dass irgendwie die Eltern überhaupt die Idee hatten, plötzlich in die Kinderwelt. Darf man davon ausgehen, dass da tatsächlich hier einfach, wenn keine akute Gefährdung vorlag, dass es möglich ist. Also Paragraph 1666 ist BGB? Ja, genau. Das ist im Prinzip ist ja identisch mit dem 42 von Sozialgesetzbuch 8. Ah, okay. Und verstehe. Das heißt, das sind dann Fälle, wo es nicht akut ist und weil es nicht akut ist, wären entweder keine oder mildere Maßnahmen angesagt gewesen. Ganz genau. Was gibt es denn für Beispiele, wo Sie sagen, da sind bestimmte mildere Maßnahmen angemessen? Also mildere Maßnahmen wäre zum Beispiel, dass eben, es gibt ja manchmal, dass sie gerade bei Alleinerziehenden, dass sie einfach überfordert sind mit dem Haushalt. Da kann das Jugendamt dann eine Haushaltshilfe organisieren. Oder wenn mal Probleme gibt, gerade wenn die Kinder in die Pubertät kommen und die Eltern dann ein bisschen eine Schwierigkeit haben, die Kontrolle zu haben, dann gibt es auch dann Erziehungshilfen. Das kann alles ambulant gemacht werden, ohne dass die Kinder aus der Familie gerissen werden. Und gibt es Vorschriften im SGB 8, die jetzt schon von vom Gesetz her Teil des Problems sind? Ja, es ist halt so, dass eben, wie ich ja schon erwähnt habe, dass eben hier einfach die Möglichkeit besteht, wenn die Eltern zum Beispiel Hilfe ablehnen, dann kann das Kind auch herausgenommen werden. Und da gibt es halt das Phänomen, dass einfach die Leute sagen, ja, diese Maßnahme ist nicht angebracht. Und das wird dann so interpretiert, als wenn die Hilfe generell ablehnen. Wir haben auch schon erlebt, dass es geheißen hat, die Eltern lehnen Hilfe ab, obwohl sie gar nicht gefragt worden sind. Also da ist es eine ziemliche, da fehlt es einfach, dass eben das Jugendamt nicht verpflichtet ist, einen Nachweis zu bringen. Es genügt, wenn die sagen, wir haben eine anonyme Meldung, um die Kinder rauszunehmen. Das hört sich heftig an. Wie ist das überhaupt mit der Beweislast geregelt? Es ist so, dass die Beweislast liegt grundsätzlich bei den Eltern. Die Eltern müssen beweisen, dass sie erziehungsfähig sind und dass das Kindeswohl nicht gefährdet ist. Und das ist natürlich extrem schlecht. Wie soll man etwas beweisen, was nicht existiert? Ja, genau. Also ich kenne das so, dass allgemein Beweislastregeln zulasten dessen gehen, der die Macht hat zu beweisen, dass etwas existiert. Also das ist selten, dass man beweisen muss, dass etwas nicht existiert. Richtig, das ist also das allgemeine Rechtsprinzip, dass jemand für unschuldig zu gelten hat, ist ihm nicht schon nachgewiesen ist. Das ist ja nicht existent, das ist hier auf den Kopf gestellt. Ja, vor allem, es führen ja auch nicht alle Eltern Tagebuch und dann, wie sollen sie das nachweisen und rückwirkend? Ja, das ist ja das Problem und deswegen geht dann der Richter halt hin und sagt, ja, mach mal ein Gutachten, weil ich kann das eh nicht beurteilen, ich bin ja nur Jurist und dann liegt es bei den Gutachtern und die Gutachter, die sind also sehr umstritten, also 85% der Gutachten müssen als falsch eingestuft werden. Laut offiziellen Statistik gibt es verschiedene Ausarbeitungen von Wissenschaften. Und da kann man, wenn das im Durchschnitt sind, das 85%, wo die sagen, ja, also das reicht nicht aus, um wirklich die Wahrheit herauszufinden. Gibt es, nochmal zu der Beweislast, gibt es da eine Rechtsgrundlage, wer die Beweislast hat beim Jugendamt für die Jugendamt? Nein, die gibt es nicht. Das ist das Problem. Das hört sich ja an, wie wenn es entweder im anderen Gesetz geregelt ist, was vielleicht auch fürs Jugendamt mitgilt, oder wenn das, ja, ich sag mal, gewohnheitsrechtlich ist oder sich in der Rechtsprechung entwickelt, das ist ja ungewöhnlich. Es ist halt so, dass eben die Gerichtsverfahren auch selber sehr umstritten sind, weil bei den Gerichtsverfahren geht es ja um das Sorgerecht und nicht einmal um die Tatsache, ob das die berechtigt war oder nicht. Und deshalb empfehlen wir ja unseren Mitgliedern, dass man sagt, okay, wenn ein Kind herausgenommen wird, dann ist es offensichtlich nicht korrekt gemacht worden, dann sollte man halt eben eine Anzeige oder einen Prozess beim Verwaltungsgericht anstreben, einfach um zu klären, ob halt eben diese Herausnahme, das ist ein Verwaltungsakt ist, die korrekt war. Das Jugendamt, die Jugendrichter, die Jugendrichter, die prüfen das nicht.
die Verwaltung, die hat ja normalerweise Vordrucke. Gerade bei normalerweise ist es so, das ist ein Verwaltungsakt und wenn ein Verwaltungsakt schiefläuft, hat man die Möglichkeit, ja, das vom Verwaltungsgericht zu klären. Und es ist so, dass eben gerade im Fall einer Inobhutnahme kann man sogar den Beschwerdeweg umgehen. Normalerweise muss man Beschwerde machen, die Beschwerde wird bearbeitet und wenn die abgelehnt wird, dann kann man erst klagen. Und hier gibt es eine Sonderregelung, dass man in solchen Fällen direkt klagen kann. Also hat der Gesetzgeber schon darauf reagiert, aber das ist sehr, sehr wenigen bekannt, auch sehr wenige Anwälte wissen das offensichtlich nicht. Und wenn jetzt eine Familie eine bestimmte Maßnahme nicht will, hat sie Möglichkeiten zu sagen, ja, wir wollen an der Situation was tun, wir lehnen die Maßnahme trotzdem ab, dass sie sich trotzdem kooperativ zeigen kann? Richtig, genau das ist das, was wir auch empfehlen. Und dann, wenn man ein Zeugen dafür hat, dann kann man nicht sagen, wir haben alles generell abgelehnt. Nur wenn eine generelle Ablehnung ist, dann ist es gerechtfertigt, dass das Jugendamt eingreift und eine Fremdunterbringung verursacht. In dem Moment, wo die Eltern sagen, sie sind bereit, das zu machen, dann sollte das Jugendamt mit ihnen die Maßnahmen besprechen und man sollte sich darüber einigen. Das ist so vorgesehen vom Gesetz. Aber das ist ein absoluter Schwachpunkt. Ich stelle mir das vor, normalerweise, dass wenn das Gesetz großen Ermessensspielraum lässt, dass normalerweise dann vielleicht das Ministerium oder eine andere übergeordnete Behörde, die halt zuständig ist, so fürsorglich ist für die Beschäftigten und denen vorgibt, wie sie ihr Ermessen auszuüben haben, dass das Lücken füllt, was um die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung zu gewährleisten. Das Problem ist, dass es keine Kontrollinstanz gibt. Die Jugendämter unterstehen nur der Kreisverwaltung bzw. der Stadtverwaltung. Es gibt keine übergeordnete Stelle, die für alle Jugendämter zuständig ist. Die Rechtsaufsicht hat entweder der Landrat oder der Oberbürgermeister bei kreisfreien Städten. Und sonst gibt es keine Kontrollinstanz. Also praktisch nur die... Intern, ja. Intern. Und was es braucht, ist eine externe Kontrollbehörde. Richtig. Das würde das erheblich schärfen, die Situation. Wo würde die denn hingehören? Normalerweise sollte es eigentlich das... ein Jugendamt, also das Familie und Jugend, also das Ministerium für Familie und Jugend. Es gibt ja auch die Landesjugendämter, aber die haben keine Kontrollgewalt über die untergeordneten Jugendämter. Die wären eigentlich dafür zuständig. Also müsste man die Zuständigkeit der Landesjugendämter erweitern. Das wäre jetzt Ihr Lösungsvorschlag. Dann. Das wäre der Lösungsvorschlag und das dann wirklich eine Kontrolle ausüben. Und dann könnte man sehr viel verbessern schon. Ich meine, es wird über Pannen gehen, das ist klar, aber das wird nicht so eskalieren wie jetzt. Gibt es noch weitere Mängel im SGB 8, außer den fehlenden Vorgaben zu Beweislastregeln? Ja, das ist auch die Sache, dass eben mit den Akteneinsicht, es ist ja so, dass wird ja per dem Gesetz so gesagt, dass wenn ein berechtigte Interessen von Dritten besteht, dass wir dann die Akten nicht herausgehen müssen. Das wird als Rechtfertigung genommen, um eine Akteneinsicht zu verweigern. Es gibt Bundesländer, wie zum Beispiel Niedersachsen, da ist es fast unmöglich, eine Akteneinsicht zu bekommen. Ich frage mich, ob man da nicht die Daten von Dritten entsprechend schwärzen kann und ja, Kopien schicken oder so. Das ist aber als erstes kommt die Ausrede, wir können das nicht machen, weil. Und dann muss man halt eben darum kämpfen und die Gerichte, die sind dann in der Regel auch so, dass sie dann sagen, ja, dann müssen sie eben schwärzen. Aber das ist halt ein Manko, was definitiv da ist. Und dann ist es so, dass die Aktenführung manchmal auch katastrophal ist. Was bedeutet katastrophal? Fehlt da was? Ja, dass eben einfach nicht nachvollziehbar ist, ob es alles dabei ist. Zum Beispiel müssen Akten ja durchnummeriert werden. Wenn etwas Neues kommt, neue fortlaufend durchnummeriert, dann kann man ja sehen, ob was rausgenommen wurde ist oder nicht. Und das wird dann manchmal gar nicht gemacht. Also dieses Paginieren, dieses Durchnummerieren, müssen die Jugendämter immer machen, nicht nur, wenn ein Fall vor Gericht geht. Richtig. Und das ist halt so, dass manchmal, was wir erlebt haben, dass sie dann, wenn wir eine Akte endlich durchgesetzt haben, dass sie dann
die Paginierung gemacht haben. Und das machen sie dann manchmal den Fehler, dass sie von der falschen Reihenfolge machen. Dass dann sie den letzten Weg über 1 haben. Und dann weiß man ja, dass es nicht geführt wurde die ganze Zeit. Also da können wir wirklich definitiv nachweisen, dass in manchen Fällen einfach definitiv hier, ja, ich würde sagen, also man kann fast sagen, manipuliert wird. Und zumindest man kann nicht kontrollieren, ob hier manipuliert wurden oder nicht. Und das ist ja schon mal ein Manko. Ich stelle mir das so vor, also bei Behörden gibt es ja viele Formulare, wo dann auch so ein Arbeitsablauf dargestellt ist, dass damit alles dann alle erforderlichen Arbeitsschritte erfolgen. Ist Ihnen dazu was bekannt, ob das? Ja, das gibt es bei den Jugendamt auch, aber die sind normalerweise nicht in der Akte drin. Also kann man das nicht? Weil eine Meldung gemacht werden muss ans Statistische Landesamt. Und das wird dann nachher weitergeleitet an die gesamte Bundesstatistik, Amt. Und da gibt es genaue sagen, was genau gesagt wird, ob es eine latente Gefährdung ist, ob es eine akute Gefährdung ist. Alle diese Daten werden alle aufgenommen und werden alle weitergeleitet. Aber diese Formulare sind nicht in der Akte drin. Da habe ich noch keine zu Gesicht bekommen. Obwohl die eigentlich wichtige Aussagen haben. Und wenn das Jugendamt selber sagt, ist mal eine latente Gefährdung, dann ist das was anderes, als wenn ich das sage. Oder der Betroffene. Klar, dann müsste es erstmal mildere Maßnahmen probieren. Richtig. Aber dadurch, dass man eben nicht diese Formular nicht bekommt, kann man ja nicht sagen, dass da was falsch gemacht worden ist. Das ist halt die Beweislast, die hat ja nun mal im Zweifelsfall halt der Betroffene. Und der kann nur Beweise bringen, wenn es tatsächlich Belege da sind. Und das ist einer der größten Probleme generell, diese Akteneinsichten oder fehlende Akte oder dass falsche Informationen nicht aus den Akten entfernt werden, obwohl das nach dem Datenschutzgesetz ja gemacht werden müsste. Müsste allerdings beantragt werden. Das ist auch ein Problem, dass die meisten Leute gar nicht wissen, wie man sowas macht und manche Anwälte scheinbar auch nicht. Also es ist so, wenn die Gesetze korrekt eingehalten würden, wäre die Situation nicht so schlimm, wie sie ist. Ja. Was nützt uns eine gute Gesetze, wenn sich keiner dran hält? Ja. Kleinen Moment. Jetzt haben wir ja auch einige Grundrechte und Menschenrechte, die eigentlich Familien oder Kinder schützen sollen. Und man soll ja auch Gesetze, soweit ein Auslegungsspielraum ist, auch grundrechtsfreundlich auslegen. Wir haben ja das Grundrecht auf besonderen Schutz der Familie. Richtig, und es ist auch so, dass genau da liegt es im Argen, wenn die Familie willkürlich zerrissen wird, dann ist es natürlich klar, dass da keine wirklich aufgenommen worden ist. Das heißt, das ist ziemlich weit daneben. Das Jugendamt wird dann wahrscheinlich sagen, dass die Maßnahme ja gerade dem Schutz der Familie dient. Ja, klar, das wird dann argumentiert, aber die Familie wird ja nicht geschützt, dass die Kinder einfach in Fremd untergebracht werden oder in Heime untergebracht werden, wo sie dann teilweise wirklich verwahren. Das ist auch einer der Hauptbeschwerdegründe von unseren Mitgliedern, dass sie sagen, den Kindern geht der dreckiger als vorher, egal wie. Vorher ging es einigermaßen gut, weil keine Familie ist perfekt, aber die Kinder fühlen sich wohl zu Hause, auch wenn die Kinder sagen, sie wollen nach Hause, das wird einfach ignoriert. Und die Rechte der Kinder sind stark eingeschränkt, wenn sie halt fremd untergebracht werden. Inwieweit. Was sind denn typische Missstände bei Pflegefamilien und was typische Missstände bei Heimen und bei was Heimen braucht ist es? So, dass halt eben, da gibt es auch meisten, teilweise kann man das der Tagesordnung oder den, der Ordnung da sehen. Also die Kinder werden grundsätzlich kontrolliert. Also das heißt, die Briefe werden kontrolliert, Telefonate werden mitgehört und wenn die Kinder was Falsches sagen, dann wird gedroht, dass ihre Eltern nicht mehr sehen dürfen. Da wird einfach kontrolliert, dass die Kinder ja nicht verraten, was negativ für sein wäre. Da haben wir zahlreiche Beweise. Ansonsten gibt es auch Einzelfälle, das sind meistens Einzelfälle, dass die hygienischen Verhältnisse in den Heimen nicht stimmen. Es kommt auch mal vor, dass Kinder dann wirklich verwahrlost oder vernachlässigt werden, dass Kinder sogar vergewaltigt werden.
eben dann das Problem ist, dass dann einfach nicht die transparenter ist, dass man einfach reinschaut, sondern wird erstmal versucht, es runterzureden. Ja, das ist nicht so, das hat das Kind falsch verstanden und so weiter. Da wird eben auch nicht kontrolliert. Da gibt es auch keine Kontrolle und das ist deswegen dauert es ewig lange, bis da mal was an die Öffentlichkeit kommt oder bis es bekannt wird. Wenn es dann bekannt wird, Beweise da liegen, dann reagieren die Behörden. Im SGB 8 gibt es ja auch die Möglichkeit, Heimen die Zulassung zu entziehen. Da müsste es doch eigentlich die Möglichkeit geben, eine Kontrolle zu erreichen. Die gibt es natürlich auch, aber es ist halt so, dass eben die Kontrollen halt sehr lasch sind, wenn überhaupt. Es ist so, der wird nur kontrolliert, bevor eine Genehmigung erteilt wird. Aber jetzt keine regelmäßigen in dem Sinne? Keine regelmäßig, systematisch und vor allen Dingen auch keine überraschenden. Also sofort haben wir schon mal, dass wir Beschwerden eingereicht haben, dass wir dann eben erfahren haben, dass man einfach angekündigt hat, dass man kontrollieren kommt. Und dann ist natürlich klar, dass dann die Bissstätte da nicht mehr sichtbar sind. Hm. Und so, dass eben die Notbuchnahme veranlassen, das ist eine andere Abteilung, als die Genehmigung erteilt. Und da klappt die Zusammenarbeit nicht sehr gut. Teilweise wird die Genehmigung von den Landesjugendämtern erteilt und dann haben die örtlichen Jugendämter überhaupt keinen Einfluss darauf. Hm. Es ist ein bisschen schwierig, das ganze Geschäft. Und was auf jeden Fall sich ändern muss, ist, dass die Kinder mehr Möglichkeit haben, mit ihren Eltern zu kommunizieren, dass die Eltern nachvollziehen können, ob es ihren Kindern gut geht im Heim. Ganz genau. Und dann ist es das andere Punkt, das ist sogar im Gesetz geregelt, dass wenn ein Kind in Obhut genommen wird, dann muss ihm unmittelbar danach die Gelegenheit gegeben werden, mit einer Person ihres Vertrauens Kontakt aufzunehmen. Das habe ich noch nicht erlebt, dass das gemacht worden ist. Es ist meistens so, dass den Kindern sogar das Handy weggenommen wird, damit sie keinen Kontakt aufnehmen können. Dann wissen die Eltern oft monatelang nicht, wo ihre Kinder sind. Also es kann ja auch der Fall sein, dass an den Obhutnahme gerechtfertigt ist, aber man will trotzdem wissen, wie es dem Kind geht und dass hier vielleicht jemand anders aus der Verwandtschaft die Vertrauensperson ist. Richtig, es müssen nicht die Eltern sein. Das kann irgendjemand sein oder ein Freund auch, aber eine Person aus ihrem normalen sozialen Umfeld. Und wenn natürlich das Kind vom gesamten sozialen Umfeld abgeschnitten wird, dann ist das einfach nicht per diese Paragraph. Das ist ein Satz in Paragraph 42. Das ganz klar drinsteht. Wie ist das denn bei Pflegefamilien im Vergleich zu den Eltern auch? Inwieweit findet denn bei Pflegefamilien eine Qualitätssicherung statt? Die Pflegefamilien, die werden vom Jugendamt selber kontrolliert und da gibt es halt Unterschiede, aber Pflegefamilien sind nicht so extrem wie Heime. Es gibt auch Pflegefamilien, die in guten Kontakt mit der Herkunftsfamilie pflegen. So sollte es eigentlich sein. Aber es gibt auch welche, die es dann nicht tun und die sagen dann, ja, das Jugendamt will das nicht. Und wir können natürlich nicht sehen, ob das wirklich das Jugendamt nicht will oder ob die Pflegefamilie das nicht will. Weil die Kommunikation zwischen diesen Einrichtungen und dem Jugendamt, darüber haben wir so gut wie keine Informationen. Hm. Das Einzige, was in der Akte zu finden ist, ist halt eben, dass die Berichte, die abgeben, wie das Kind entwickelt. Aber was da zwischen hinter den Kulissen besprochen wird, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das wissen wir auch nicht. Da können wir nur Rückschlüsse ziehen, aber konkrete Weise haben wir da auch nicht. Das ist auch einer der Punkte der Problemsituation, dass man eben nicht alle Informationen bekommt als Betroffener, auch die Anwälte teilweise nicht. Hm. Das sind so die Hauptpunkte. Und dann gibt es noch einen Punkt, was noch bei, das betrifft aber eher die Gerichte. Es ist halt so, dass eben nur Zusammenfassungen für immer im Gerichtsprotokoll stehen. Und da sind oft Sachen, die dann gesagt worden sind, die wichtig wären, die dann nicht da erscheinen und dann fallen unter den Tisch. Hier wäre es angebracht, dass wirklich ein durchlaufendes Protokoll geführt würde. So wie das bei anderen Prozessen auch der Fall ist. Also ein Tonprotokoll? Ein vollständiges Protokoll, ja. Das würde sehr viel Schaden finden. Und wie ist das denn sonst vor Gericht üblich?
Bekommt man als Prozessbeteiligter auch selber dann einen Ausdruck davon oder ein Audio von dem gesamten, von der gesamten Verhandlung? Wenn man, das kann man dann beantragen, beziehungsweise der Anwalt, und dann hat er auch die Möglichkeit, das zu kriegen. Was der normalerweise bekommt, das ist die Zusammenfassung, die bekommt er automatisch, aber wenn da irgendwelche Unstimmigkeiten da sind oder denkt, er erinnert sich daran, er hat was gesagt und es taucht da nicht auf, dann kann er dann das nachkontrollieren, diese Möglichkeit besteht. Also der Anwalt kann es auf jeden Fall machen. Und wenn keins geführt wird, dann gibt es das ja nicht. In der EU-Grundrechtecharta gibt es ein Recht auf gute Verwaltung. In Artikel 41 EU-Grundrechtecharta, da wird verlangt, dass die Verwaltung anhört, bevor sie eben in Rechte eingreift, auch ein Recht auf Akteneinsicht und auch, dass Verwaltungsakte begründet werden, also dass man nachvollziehen kann, warum eine Entscheidung gefallen ist. Genau, das ist das, was wir ja beanstanden, dass das in vielen Fällen einfach nicht möglich ist. Und das Recht auf Gehör ist auch nicht gewährleistet. Wenn Sie das SGB VIII jetzt ändern könnten, wo würden Sie die größten Baustellen sehen? Wo würden Sie etwas ändern an dem Gesetz? Ja, ich würde also dann diesen Paragraphen, dass man eben zum Schutz der Dritten, dass man da einfach sagt, es ist ja okay, wenn man die Adressen und so weiter schwärzt, aber den Inhalt der Dokumente, der sollte auf jeden Fall verfügbar sein. Das müsste festgehalten werden. Das wäre der eine Punkt, und der andere eben, dass wirklich sichergestellt ist, dass die Kinder tatsächlich also dann Kontakt aufnehmen können oder und auch, dass die Eltern informiert werden, wo ihre Kinder sind. Wenn das Kind in Obhut genommen wird, dass sie dann sagen würden, okay, das Kind ist da und da, damit sie wenigstens wissen, was Sache ist. Sie brauchen ja nicht mal die Adresse zu verraten, aber manchmal wissen die Kinder, die Eltern ja nicht mal, dass die Kinder noch leben. Manchmal werden die Kinder auch ins Ausland gebracht, ohne dass die Eltern was davon wissen. Ich meine, wenn Eltern sich trennen, da wird ja genau auch geregelt, wie oft die Kinder wen sehen dürfen und so weiter. Und wenn sie im Heim sind, da, das finde ich ja heftig, dass das da nicht gewährleistet ist, dass die Eltern so und so oft die Kinder wenigstens sprechen können. Ja, normalerweise wird das vom Gericht ja auch festgelegt. Aber es ist auch so, dass es immer wieder zu Unregelmäßigkeiten kommt, die teilweise provoziert werden. Da ist einfach, manchmal, wenn einfach das Heim sagt, ja, wer aus irgendwelchen Gründen geht es nicht zweimal die Woche, wir können es nur einmal die Woche machen, dann kann man davon ausgehen, dass das nächste Mal das Gericht entscheidet, dass einmal die Woche reicht. Also die Gerichte sind da sehr großzügig auf Seiten des Jugendamtes, beziehungsweise der Institutionen, die Kinder versorgen. Dann wird auch wenig Rücksicht genommen auf die berufliche Tätigkeit der Eltern. Also sie müssen dann einfach sich alle zwei Wochen Tag Urlaub nehmen, weil manche Kinder sind 100 oder mehr Kilometer vom Heimatort entfernt untergebracht. Achtet man da nicht grundsätzlich drauf, dass die Kinder einigermaßen wohnortnah untergebracht werden? Definitiv nicht. Ich habe sogar den Eindruck, dass es absichtlich möglichst weit weg ist. Aber das liegt halt immer im Ermessen des Jugendamtes. Aber es gibt also viele Fälle. Wir haben also einen konkreten Fall. Da sind drei Kinder weggenommen worden und alle in verschiedenen Einrichtungen. Und die Mutter hat das mal ausgerechnet. Die ist also jede Woche 350 Kilometer unterwegs, nur um ihre Kinder zu sehen. Wenn da kein Problem zwischen den Kindern ist, ist es seltsam, dass die in verschiedene Einrichtungen kommen. Ja, und das wurde dann damit auch begründet, dass da überall nur ein Platz frei gewesen wäre. Wir haben das nachrecherchiert und haben festgestellt, dass am Wohnort ein Heim gewesen wäre, das Platz für alle drei Kinder gehabt hätte. Und das haben wir hinterher dann halt nachrecherchiert, weil das kam uns auch komisch vor.
Jetzt hat es ja 2017 eine Reform des SGB VIII gegeben. Was sind so die Verbesserungen und was sind die Verschlechterungen, die Sie bei der Gesetzesänderung sehen? Also gravierende Veränderungen sind eh nicht vorgenommen worden. Es ist ja so, dass einige Sachen etwas klarer definiert sind, aber meistens zugunsten des Jugendamts. Das Jugendamt ist also damit, hat eine gestärkte Position gegenüber den Betroffenen. Wo denn zum Beispiel? Zum Beispiel eben auch, dass zum Beispiel ist ja so, dass grundsätzlich einfach der Schweigepflicht ja aufgehoben ist auch. Wenn der Arzt meint, ein Kind sei zu Hause vernachlässigt, dann kann er die Meldung machen, ohne dass er gegen die Schweigepflicht verstößt. Normalerweise hat er eine berufliche Schweigepflicht. Und da gab es noch ein paar Ungereimtheiten und da hat man dann eben das etwas klarer definiert. Und der andere Punkt ist eben, dass mit der sogenannten erfahrenen Fachkraft, das ist etwas präzisiert worden, was darunter zu verstehen ist, aber eine klare Definition gibt es immer noch nicht. Vor allen Dingen kein klares Berufsbild, was heißt denn Erfahrung? Also, dass sie eine bessere Ausbildung hat, aber Erfahrung heißt einfach, dass sie ein paar Jahre in dem Beruf arbeitet. Das ist nicht klar definiert, welche Qualifikation die haben muss. Aber da ist etwas mehr klargestellt worden. Aber das hilft den Betroffenen überhaupt nichts. Inwieweit sind Ihnen denn Urteile zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht oder Entscheidungen von internationalen Gerichten oder von internationalen Menschenrechtsgremien bekannt, welche Jugendämter Grenzen gesetzt haben? Ja, es ist auch so, dass das Verfassungsgericht ganz klar sagt, dass eine Kindeswohlgefährdung nur dann besteht, wenn es halt wiederholt zu Schwachpunkten auskommt. Also wenn dem Vater einmal die Hand ausrutscht, ist das kein Grund, das Kind definitiv aus der Familie rauszuholen. Wenn natürlich das Kind regelmäßig geschlagen wird, dann ist es klar, dann ist es eine Misshandlung. Da gibt es ganz klar, dass eben es wirklich, ja, man kann sagen, eine gewisse Absicht da ist oder wirklich eine Vernachlässigung. Also ein einmaliges Fehlverhalten darf nicht hergenommen werden, um eine Fremdunterbringung zu rechtfertigen. Das ist eines der wichtigsten Urteile vom Bundesverfassungsgericht. Dann gibt es ja eben auch noch, insofern, dass die Eltern sich nicht begutachten lassen müssen, wenn sie nicht wollen. Da gibt es auch Regelungen. Und es gibt auch vom Internationalen Gericht für Menschenrechte, gibt es auch Urteile, wonach das Jugendamt als undemokratisch oder nicht korrekt eingestuft wird. Also da gibt es auch einige Sachen, wo die Jugendämter schon verloren haben. Sind aber alles einzelne Fälle, kein generelles Übergeordnetes. Man sagt generell, das dürfte nicht machen, weil viele Sachen sind ja im Gesetz geregelt und man geht ja davon aus, dass die Leute sich an die Gesetze halten. Das ist halt eben, dass die Leute einfach denken, naja, die halten sich schon an die Gesetze, aber wir haben da ein paar Stichproben gemacht und haben mal ein paar Jugendamtmitarbeiterinnen gefragt, ob sie das Gesetz kennen. Und da haben wir sehr oft erlebt, dass sie sagen, wir kennen die Gesetze auch nicht so genau, wir fragen dann unsere Rechtsabteilung. Sie meinen, dass ob sie das SGB VIII kennen oder das BGB oder? Ja, genau. Also, es ist eigentlich grundsätzlich, ist es ja nur das sozusagen das Pro 8 und dann eben der Paragraph 1666 vom BGB. Das sind dann die zentralen Paragraphen. Man muss ja nicht alle Paragraphen kennen, aber die beiden wichtigsten sollten Sie ja schon kennen. Weil ich kenne auch nicht alle Paragraphen, ich bin ja auch kein Jurist, aber ich kenne da schon ein paar mehr, aber das sind die beiden wichtigsten. Wenn man sich da genau dran gehalten würde, würde sehr viel Leid erspart werden. Den Kindern sowie den Betroffenen. Jetzt ist ja im SGB VIII in § 4 Absatz 3 steht wörtlich drin, die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maßgabe dieses Buches fördern und dabei die verschiedenen Formen der Selbsthilfe stärken. Das sind praktisch die bildenden Maßnahmen, die damit gemeint sind. Was bedeutet... Im Vorfeld gemacht werden sollten. Also, die werden teilweise nach der Inhaftnahme gemacht. Die sollten im Vorfeld gemacht werden, um eben Fremdunterbringung zu verhindern.
Achso, die Paragraph 28 und folgende, die heißt, okay, das bezieht sich nicht auf Selbsthilfegruppen. Ja, Selbsthilfegruppen ist ja einfach, dass sie eben die Leute sich selber helfen, einfach um mit ihren Problemen klarzukommen. Das sind einfach mildernde Maßnahmen im Vorfeld. Hm. Wenn das Kind weggenommen ist, dann helfen diese Maßnahmen auch nicht mehr viel. Da sollte das Jugendamt, also wenn, es ist ja so, dass Leute zum Jugendamt gehen, um Hilfe bitten und dann kommt es ein halbes Jahr später und jammern, dass ihnen das Kind weggenommen wird. Solche Sachen dürfen ja nicht passieren. Weil die Leute gehen ja dahin, weil sie Hilfe haben wollen. Dafür sind solche Maßnahmen gedacht. Und, was sind das denn für Fälle, wo Eltern Hilfe haben wollen und das Jugendamt dann viel größeren Bedarf sieht, einzugreifen als die Eltern? Es ist also die meisten, die halt eben beim Jugendamt vorsprechen, ist, weil sie einfach im Haushalt befordert sind. Das sind alleinstehende Mütter, dass sie mal vorübergehend, wenn sie mal krank geworden sind, vorübergehend mal Unterstützung haben wollen. Oder halt eben, dass eben, wie gesagt, wenn die Kinder in der Pubertät sind, ein bisschen Probleme machen, dass sie dann einfach mal beraten werden, wie sie halt eben besser mit den Kindern umgehen können. Und da können sie eventuell dann auch eine Erziehungshilfe dann bekommen. Und da ist das Jugendamt zu schnell dabei, anstatt diese Maßnahmen auszuprobieren, ob das hilft, dass sie dann direkt die Kinder wegnehmen? Genau, das ist das, wo sich die Leute immer wieder beschweren, dass einfach dann diese Hilfen, die sie dann bekommen, die machen dann irgendwelche Berichte und aufgrund von den Berichten entscheidet das Jugendamt dann, dass die Kinder fremdwieder gebracht werden sollen. Die Eltern wissen manchmal gar nicht, was ihnen da konkret vorgeworfen wird. Das hört sich ja auch an wie eine Verletzung gegen das EU-Grundrecht auf gute Verwaltung, wenn es nicht ordentlich begründet ist. Definitiv, ja. Ja, zu den zur Frage der Aufzeichnung. Bei Gutachtern habe ich auch schon Berichte gehört, dass vor Gutachtern Dinge gesagt worden sein sollen, die dann hinter im Gutachten nicht auftauchen. Braucht es da auch Videoaufzeichnungen? Es ist ja so, dass es gibt ja bei dem also Vorschläge oder besonders Richtlinien vom Deutschen Verband von den Psychologen, die sehen eine Videoaufnahme, zumindest eine Audioaufnahme vor. Es ist aber so, dass in vielen Fällen einfach diese Aufzeichnung dann den Betroffenen beziehungsweise ihren Anwälten vorenthalten werden. Hier wäre es gut, wenn die eine Verpflichtung geben würde, dass das Aufzeichnungen generell gemacht werden müssen und dass diese auch den Betroffenen beziehungsweise ihren Anwälten zur Verfügung stehen müssen. Ich meine, die Leute können ja auch, ich sag mal, blinde Flecken haben, auch dass sie bestimmte Dinge nicht für relevant halten oder nicht erkennen, dass sie relevant sind. Richtig, weil ein Gutachter kann ja auch Fehler machen. Es muss ja nicht immer Bösartigkeit sein, was da Falsches bei rauskommt. Aber es ist halt so, dass man, wenn man es nicht kontrollieren kann, dann vermuten die Leute natürlich, dass es Absicht ist. Wenn man zum Beispiel einen Führerschein verliert und dann muss man zur medizinisch-psychologischen Untersuchung, diese MPU-Prüfung, die wird aufgezeichnet. Und das ist auch vorgeschrieben und ist auch vorgeschrieben, nach welchen Kriterien man da begutachten muss. Wie ist das eigentlich bei den Psychologen dort? Haben die Kriterien vorgegeben? Da gibt es Kriterien vorgegeben, aber es ist auch so, ich habe also einige Gutachten analysiert und ich habe also gesehen, dass also ich habe keins gefunden, bei dem alle Kriterien erfüllt worden wären. Also das heißt, da wird sehr schlampig gearbeitet. Außerdem ist es so, dass nicht jeder Gutachter zum Psychologenverband gehört. Das heißt, Sie haben dann auch gar nicht alle die Informationen zur Verfügung von dem, was der Verband empfiehlt. Richtig, davon kann man ausgehen. Sollten Sie haben, aber ich gehe davon aus, dass es nicht sichergestellt ist. Gibt es da auch eine Aufsichtsbehörde? Wissen Sie das? Nein, das wissen Sie nicht. Und Richter verlassen sich dann auf die Gutachter, weil sie sagen, sie sind Richter und keine Psychologen? Richtig, das sind die Fachleute und darauf verlassen sie sich. Es ist halt so, dass manchmal einfach nicht der Richter
Das könnte ja auch ein Zeichen sein, dass es Begutachtungsleitlinien, also behördliche braucht, die wirklich vorgegeben sind und nicht nur Empfehlungen von einem der wichtigeren Verbände dort. Ja, es ist ja so, dass die Empfehlungen eigentlich von den Gerichten normalerweise akzeptiert werden, aber sie kontrollieren nicht, ob sie eingehalten worden sind. Man könnte es kontrollieren, wenn man schaut, was in den Gutachten explizit abgeprüft ist. Ja, das könnte man durchaus machen. Das sind also 10 oder 15 Punkte, die kann man relativ schnell abfinden, ob die eingehalten worden sind oder nicht. Und wenn 2, 3 daneben sind, dann schaut man halt genauer hin. Damit sich was verändert beim Jugendamt, könnte da die Personalrotation eine Lösung sein? Das sehe ich also keine wirkliche Lösung. Ich meine, für die Korruptionshandhabung oder Verhindern von Korruption, ja. Aber es ist ja so, dass eben sich gezeigt hat, dass ein ziemlicher Mangel an Fachkompetenz auch bei manchen Leuten besteht. Und das würde eher verschlimmert werden, wenn dann immer wieder neue Leute da halt mit reingezogen werden. Das heißt, jemand, der wirklich eine Kompetenz hat, der ist mehr wert als jemand, der halt neu ist. Und da würde ich ansetzen, also die Kompetenz zu erhöhen von den Leuten. Sowohl was die psychologische Seite angeht, als auch die juristische Seite. Da würde ich sie durchgehen. Natürlich Korruptionshandhabung und Korruptionsverhindern ist natürlich eine andere Sache, aber da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten. Ich meine, bei solchen Umsätzen, die da gemacht werden in der Branche, muss man davon ausgehen, dass es auch Korruption gibt. Also, dass die Versuchung da ist? Die Versuchung ist sehr groß, definitiv. Dass die Versuchung da ist, wenn halb nicht voll belegt ist oder wenn Pflegefamilien bekommen ja auch, glaube ich, nicht allzu wenig Geld. Da kann man ja auch zum Beruf machen. Ja, eben nicht, welche, die machen das ja berufsmäßig. Ich kann mir vorstellen, dass die Herkunftsfamilie manchmal ärmer ist als eine Pflegefamilie. Ja, das ist meistens so, dass es ist halt eben, dass die Pflegefamilien, die Kriterien sind einfach, dass sie genügend Platz für die Kinder haben müssen und dass sie bereit sein müssen, die Kinder unter Umständen für längere Zeit zu nehmen. Aber fachliche Qualifikationen werden nicht vorausgesetzt. Und das wäre eigentlich das Minimum, was man erwarten kann, dass man sagt, okay, wenn man den Eltern schon vorwirft, dass sie halt eben keine perfekten Eltern sind, dass man dann wenigstens Pflegeeltern hat, die möglichst perfekt sind. Also kann es sein, dass die Pflegeeltern weniger erziehungsfähig sind als die Herkunftseltern. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Das sollte eigentlich eine Verbesserung darstellen. Was tut Ihr Verband konkret? Welche Aktionen machen Sie, um den Menschen zu helfen, um Bewusstsein zu wecken? Das ist halt eben das, was wir halt eben auch versuchen, auch bei manchen anderen, einfach die Leute aufklären, dass es eben hier nicht immer mit rechten Dingen zugeht, damit sie wachsam werden und dann eben am Anfang nicht gleich Fehler machen, weil die meisten Fehler werden am Anfang gemacht. Und wenn man da das Richtige macht, dann kann man Herausnahmen sehr oft verhindern. Also wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wenn die Leute zu uns gekommen sind, gleich wenn das Jugendamt vorstellig geworden ist, dass wir sagen, du, das sind bei den ersten Schritten, muss man auf das und jenes achten. Da haben wir ja Checklisten herausgegeben und damit kann man in vielen Fällen, haben wir also wirklich sehr gute Ergebnisse, dass dann wirklich eine Herausnahme verhindert wurde. Und das ist eigentlich das Ziel, warum wir die Leute unbedingt aufklären wollen. Das heißt, um möglichst viele Menschen zu erreichen, ist das Wichtigste, ist praktisch, wenn das Jugendamt sich meldet, sich anschauen, ihre Checklisten, ihre Empfehlungen anschauen, bevor man groß in Aktion geht und reagiert. Richtig, dass man auch am Anfang ist es empfehlenswert, immer kooperativ zu sein, man ernst zu nehmen, was die sagen und dann schauen, dass man die Sache friedlich regelt. Natürlich, wenn jetzt das Jugendamt kommt und sagt, sie sind erziehungsunfähig, dann gehen natürlich manche Eltern an die Decke. Was aber dann total falsch ist, weil das wird dann falsch interpretiert.
Ich habe gesehen, Sie haben auch einmal eine Petition gemacht. Worum ging es da? Da weiß ich jetzt nicht, was Sie da... Auf Ihrer Webseite habe ich eine Petition gesehen. Zum Thema Heimat, glaube ich. Sie meinen ja eine Beschwerde. Ja. Diese Aussichtsbeschwerde. Da machen wir abends, also wir empfehlen ja grundsätzlich Dienstaussichtsbeschwerden. Und wir haben noch einige selber gemacht. Und in einem Fall ging es halt einfach darum, dass einfach ein Kind also herausgenommen wurde dann in die Psychiatrie eingewiesen, aufgrund von der Aussage des Gutachters. Und der Gutachter war ein Psychologe und kein Psychiater. Und ein Psychologe darf keine solche Einweisung verfügen. Und da haben wir dann aber auch mit der Strafanzeige reagiert. Die ist dann auch durchgegangen und es ist dann auch verhandelt worden. Es ist generell schwer, mit Strafanzeigen irgendwo hinzukommen. Aber in dem Fall war es eindeutig und es geht einfach nicht. Aber das ist auch das, was viele Leute auch nicht wissen, dass ein Psychologe gar nicht das machen darf. Die hat das gemacht, die Richterin hat es genehmigt. Und wenn wir das nicht zufällig gemerkt hätten, dann hätte kein Haar danach gekräht. Es ist auch so, dass diese Rechtsunsicherheit oder Rechtsunkenntnis ist ja extrem hoch bei den Leuten. Verständlicherweise, wer kümmert sich schon darum, wenn er dir was mit zu tun hat? Und wer betreibt auch allein schon Beweisvorsorge, wenn er beweisen soll, dass er ordentlich erzieht? Ja, wie wird das beweisen? Das ist ja das Problem. Da ist früher war es ja so, bis 1990 war es ja so, dass das Jugendamt zumindest dem Gericht glaubhaft machen musste, dass eine Gefährdung vorliegt. Das ist ja dann praktisch weggefallen. Wodurch eigentlich? Durch andere Rechtsprechung, geänderte Rechtsprechung oder wodurch das weggefallen? Es ist halt so, dass hier praktisch das Prinzip der Vorbeugung eingeführt wurde anstelle von der Beweispflicht. Normalerweise ist das allgemeine Rechtsprinzip, dass jemand als unschuldig zu gelten hat, bis man ihm was nachweisen kann. Oder zumindest klare Indizien vorfindet, die es rechtfertigen, dass man Zwecksuntersuchung mal die Kinder aus der Gefahrenzone bringt. Das ist ja dann auch korrekt, da hätte ja keiner was dagegen. Aber das ist dann so gedreht worden praktisch, dass jetzt erstmal, dann nehmen wir das Kind erstmal weg und dann schauen wir mal, was der Sache ist. Also, Sie fordern, dass zumindest für die Inobhutnahme die Jugendämter die Beweislast haben müssen. Zumindest für diese, besonders einschneidende Maßnahme. Richtig. Also bei Herausnahme der anderen Sachen, das ist klar. Da muss man natürlich übertreiben, aber bevor das Kind aus der Familie rausgerissen wird, was ja doch eine sehr schwerwiegende Maßnahme ist, sollte dann schon eine Beweispflicht gegeben sein. Weil sonst haben wirklich die Eltern das Problem, das etwas zu beweisen, was sie nicht beweisen können. Und etwas, was es nicht gibt, kann man nicht beweisen. Ja. Das ist das Problem und das ist das, was die Leute auch zur das Weißgut bringt. Ja. Okay. Ich denke, haben wir einen ganz guten Überblick bekommen über das Problem. Gibt es noch etwas, was Sie ergänzen möchten? Also im Wesentlichen ist es so, dass die Eltern einfach auch vor allen Dingen, wenn sie geschieden sind, sehr oft auch den Fehler machen, dass sie dann gegenseitig sich bekämpfen, um das Kind zu bekommen, wo dann unterm Strich das Kind dann bei keinem landet. Da müssen einfach auch mehr Bewusstsein bei den Eltern geschaffen werden. Wenn jemand in Scheidung ist oder Scheidung gemacht hat, dass um der Kinder willen, weil sich da trotzdem auch irgendwie friedlich einigt. Weil es sonst sein kann, dass wenn die Eltern Schlechtes sagen übereinander, um das Sorgerecht zu bekommen, dass praktisch das Jugendamt das Kind dann ganz wegnimmt. Genau, dass das passieren kann. Es gibt ja auch zahlreiche Beispiele, wo halt wirklich die Sachen durch die Streiterei zwischen Eltern und zwischen Ex-Eheleuten einfach dann die Sache ins Rollen gebracht haben. Da kann man dann den Jugendämtern auch nicht immer einen Vorwurf machen. Klar, ich meine, die müssen ja, wenn sie denken, dass er akut Gefahr ist, dann müssen sie ja eingreifen. Richtig, und da ist halt der Fall, wo man sagen muss, nicht jeder Fall ist unberechtigt. Ich meine, 16% sind ja sowieso
akut, das heißt, wo wirklich die Kinder definitiv gefährdet sind. Und es gibt auch der Fälle, dass man eben sich Ehepaare oder gestritten haben und dann wirklich sich wirklich bucht, dann muss das Kind zanken. Das ist auch eine starke seelische Belastung für das Kind. Wie viel Prozent gibt es da Statistiken? Der Fälle sind denn, ist ja nicht ordentlich geprüft worden, ob mildere Maßnahmen ausreichen würden. Also meines Erachtens sind es zwischen 10 und 25 Prozent, wo korrekt reingeschaut wurde. Das ist eine Schätzung aufgrund der Statistiken. Genaue Statistiken gibt es nicht darüber, aber das ist eine Einschätzung aufgrund von den offiziellen Statistiken. Ich arbeite sehr viel mit Statistiken. Und wie kann man das einschätzen praktisch, dass ob das Jugendamt sie geprüft hat, dass mildere Maßnahmen ausreichen würden oder nicht? Ja, das kann man eigentlich nur feststellen, indem man einfach wirklich die Akten anschaut und sagt, was ist am Anfang passiert? Haben die das Jugendamt mit den Eltern eine Gefährdungsmeldung etabliert, eine Gefahrensituation etabliert? Waren die Eltern kooperativ, wurden Maßnahmen eingeleitet oder nicht? Oder wenn das Kind einfach rausgenommen worden ist und dann nichts passiert, bis mal irgendwann ein Gerichtsverfahren eingeleitet ist, dann kann man davon ausgehen, dass es einfach nicht per den gesetzlichen Regelungen war. Verstehe, also es muss vorher praktisch klar etabliert sein, wo die Gefahr liegt. Und Wenn das nicht klar geregelt ist, wenn das nur aufgrund eines Wagenverdachtes oder eines anonymen Anrufes gemacht wird, dann kann man sich nicht darauf verlassen, dass es tatsächlich auch der Fall ist. Es kann natürlich sein, dass es wirklich berechtigt ist, aber ungeprüft ist einfach das ist ein bisschen zu schwammig, das Ganze. Also Sie sehen das Problem, dass möglicherweise, wenn ja Leute jetzt anonyme Meldungen machen zum Beispiel, dass das Jugendamt da vielleicht zu schnell reagiert, ohne ordentlich geprüft zu haben. Dass das dann ein Risiko ist, dass Leute möglicherweise voreilig oder böswillig Gefährdung melden. Wir haben also wirklich Belege, wo etwas sich später herausgestellt hat, dass der Nachbar sich einfach rächen wollte. Also da braucht es auch mehr Bewusstsein und genau, da braucht es auch Bewusstsein unter der Bevölkerung. Und es ist auch so, dass manchmal einfach auch die Eltern, wenn ihnen die Kinder weggenommen werden, dass sie ganz sozial isoliert werden. Dass man sagt, die sind verdächtig und wir wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Die verlieren dann teilweise ihr gesamtes soziales Umfeld, zum Teil unberechtigt. Und da hilft ihnen auch Aufklärung, dass die Leute wissen, es kann passieren, dass jemand die Kinder weggenommen kann, ohne dass er wirklich ernsthaft die Kinder gefährdet hat. Dass man dann die Leute nicht einfach gleich verteufelt. Das ist auch ein Anliegen, was wir haben, dass man sagt, okay, Fairness bewahren. Ja. Ja, ich denke, das ist wichtig zu schauen, wo sind die größten Baustellen, wo sich was verbessern muss, um das mal systematisch anzugehen. Und vor allem die Leute aufklären. Aufklären, weil es da mit der Aufklärung kann man eigentlich am meisten erreichen, weil wenn die Leute keine Fehler machen, dann ist es leichter. Weil wenn das Kind mal weg ist, ist es sehr schwer, es wieder zurückzukriegen, weil dann auch die Finanzinteressen von den Unterbringungseinheiten mit reinspielen. Und das hat man ja vorher noch nicht im Vorfeld. Weil im Vorfeld hat man es allein mit dem Jugendamt zu tun. Wenn das Kind da weg ist, dann hat man es auch mit der Geheimhaltung zu tun oder mit anderen Leuten, die damit zu tun haben. Und dann wird es immer schwieriger, je mehr Leute auf der Gegenseite sind, umso komplizierter wird die Sache auch. Und da verschiedene Interessen mit reinwirken. Gibt es, das wollte ich noch gerne ergänzen, ein bestimmtes Alter, wo das Kind selbst entscheiden kann, ist das mit, was es will, ist das mit 18 oder schon eher? Also normalerweise kann ein Kind mit 15 entscheiden, aber wenn es dann in Obhut genommen wird, dann ist die Entscheidung eingeschränkt. Und normalerweise, wenn eine Scheidung oder sowas ist, kann ein Kind mit 15 entscheiden, bei welchem Eltern er das Leben will. Und wenn dann zum Beispiel ein 15-Jähriger in Obhut genommen wird und sagt, er will zurück zu den Eltern, das interessiert kein Mensch. Da wird einfach die Meinung ignoriert. Und auch bei kleinen Kindern, gut, klar, kleine Kinder wollen immer nach Hause,
Aber da sagt man ja, die Kinder können das nicht, nicht wirklich entscheiden, die sind noch zu klein. Aber man tut die einfach nicht berücksichtigen. Und da meine ich, dass es auch hier einfach mehr, auch mehr die Kinder mehr ihre Würde lassen. Sie haben auch gesonderte Statistiken aufgeführt mit wie vielen Obhutnahmen es gibt von Kindern bis zum 6. Lebensjahr. Ja, das wird auch getrennt ausgewiesen in den einzelnen Statistiken. Das geht also nach bis 3 Jahren, bis 6 Jahre und so weiter. Das ist genau aufgelistet und ist auch so, dass zurzeit einfach der Trend dahin geht, immer früher die Kinder rauszunehmen. Also Fälle, wo die Kinder gleich nach der Geburt herausgenommen werden, die sind sehr stark angestiegen in den letzten 2 Jahren. Da können die Eltern doch noch gar nicht ihre Unfähigkeit gezeigt haben bei Geburt. Ja, richtig. Das ist das erste Kind, das die Frau zur Welt bringt. Und wie soll sie dann beweisen, dass sie erziehungsfähig ist? Sie hat ja gar keine Chance, was verkehrt zu machen. Ja. Das könnte ja höchstens bei bestimmten Konstellationen ein Fall sein, wo man routinemäßig Beratungsangebot macht. Richtig, das wäre ja auch angebracht, dass man sagt, okay, hier besteht potenziell die Gefahr, dass eine Kindeswohlgefährdung auftreten könnte aufgrund gewisser Situationen und dass man dann eben einfach ein Auge drauf hat, aber nicht gleich die Kinder wegnimmt und dann möglichst gleich adoptieren lässt, weil es ist auch oft mehr Beschwerden bekommen, dass man versucht, den Müttern einzureden, dass sie die Kinder zur Adoption freigeben sollen. Was sind das für Fälle, grob gesagt, also was für Arten von Fällen, dass man amtlicherseits auf die Mütter zugeht und ihnen das empfiehlt? Es ist ja so, dass eben aufgrund der Vergangenheit, aufgrund der psychiatrischen Gutachten, auch teilweise auch von den Eltern, angenommen wird, dass eine potenzielle Gefährdung des Kindes vorliegt. Ohne, wie gesagt, irgendwelche Beweise zu haben, weil es kann ja keine Beweise geben, wenn es das erste Kind ist. Hm. Und da sind die Akten eben, es ist auch so, dass sehr oft Kinder, die selber, also Frauen, die selber als Kind im Heim waren, also Fremde gebracht werden, dass die besonders gefährdet sind, dass man ihnen die Kinder wegnimmt, zwar gleich nach der Geburt. Ich meine, da müsste doch gegen Gefährdung, gut, da müssten doch bestimmte Dinge vorgefallen sein, was weiß ich, Hang zur Gewalt gegen sich oder andere oder irgendetwas in der Richtung. Ja, aber das ist ja, das kann ja nicht der Fall gewesen sein, wenn eben noch keine Möglichkeit gegeben war. Weil es kann ja durchaus sein, dass die Mutter halt eben aggressiv war und das Kind dann zu Recht rausgenommen worden ist. Da kann man nicht davon ausgehen, dass die Tochter jetzt genauso aggressiv mit ihrem Kind umgeht. Das ist ja reine Spekulation. Ja, klar. Weil wenn das Kind mal 3-4 Monate auf der Welt ist und die Mutter hat sich daneben benommen, das kann man ja nachvollziehen. Aber wenn es noch keine Möglichkeit hatte, die Mutter etwas verkehrt zu machen, dann macht das keinen Sinn, dass man sagt, du bist nicht erziehungsfähig. Hm. Das Kind ist potenziell in seinem Wohl gefährdet. Ja. Und es ist auch so, dass eben soziale Armut auch kein Kriterium ist, weil das Hartz-IV-Empfänger, da ist eben Grundversorgung des Kindes ja auch gewährleistet. Sind denn ja Hartz-IV-Empfänger im größeren Risiko ausgesetzt? Einfach nur aufgrund von Armut, dass man ihnen die Kinder wegnimmt, auch ohne, dass sie jetzt ausfällig wären? Offensichtlich ja, weil der Anteil von Eltern bzw. Als Alleinerziehende, die eben Transferleistung vom Staat erhalten, also Hartz IV oder auch andere Zuwendungen, dass die einen wesentlich höheren Prozentsatz darstellen als der Durchschnitt. Das heißt, die Gefährdung ist definitiv höher. Hm. Kann man allein auf die Statistik schon sehen. Das sind ja auch viele Menschen unverschuldet in Hartz IV, sind dann nicht so. Das kommt ja auch noch dazu, ja. Da wird ja einfach alles über einen Kamm geschoren. Da wird nicht richtig differenziert. Hm. Ja, es hört sich auch so an, als ob
ja, wenn nicht gründlich genug geprüft wird, haben die vielleicht zu wenig Personal? Das kann durchaus sein, aber wenn man sieht, mit welcher Hartnäckigkeit die dann einfach versuchen, die Kinder zu behalten, wenn sie vielleicht untergebracht sind, muss ich sagen, also da wird da sehr viel Zeit und Personal verschwendet. Das könnte man woanders besser einsetzen. Also wenn man könnte es besser machen, dann verstehe ich das, wenn man erstmal nur die milderen Maßnahmen probiert, außer da, wo die Gefährdung akut ist. Und dann hat man ja weniger Arbeit damit und kann dann die anderen Fälle entsprechend gründlicher prüfen. Genau, das meinte ich damit. Ja. Ich denke, es sind einige Anstöße, einige Dinge im Interview deutlich geworden, wo anzusetzen ist, wo man ansetzen kann, um die Situation zu verbessern. Herzlichen Dank für das Interview. Gerne. Und man findet Ihren Verein auf der Webseite kindersindmenschen.de. Nein, komm. Kindersindmenschen.com. Genau. Herzlichen Dank für das Interview.